Mädchen am Ball ist ein neuer burgenländischer Impuls im Bereich des Schulsports. Gemeinsam mit dem ÖFB setzt die ASK Burgenland im Rahmen des im Vorjahr gestarteten Erfolgsprojektes tägliche Sport- und Bewegungseinheit einen Fußballschwerpunkt. Synergien zwischen schulischer und Vereinsinfrastruktur sollen Mädchen ab 7 Jahren für diese Teamsportart begeistern und ihnen den Weg in Vereine ebnen. Ein Probespiel in Form eines Pilotprojektes wird an der Volksschule Trasburg in der kommenden Schulwoche angepfiffen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zur heutigen Pressekonferenz hier bei uns in Trasburg, in der Volksschule Trasburg, recht herzlich begrüßen. Ich möchte das Wort nun weitergeben an den ASKÖ-Präsidenten Christian Hiedertich. Ja, danke für die Grußworte an den Hausherrn und Herrn Bürgermeister Christoph Heider, der uns hier heute für die Pressekonferenz, aber auch in weiterer Folge die Möglichkeit gibt, ein Projekt umzusetzen und eben zu realisieren, wo wir, glaube ich, davon bin ich überzeugt, nicht nur jetzt zum Start, sondern auch im Nachhinein sehr stolz darauf werden, dass es dieses Projekt gibt. Ich darf begrüßen an meiner Seite, damit ich in der Begrüßung die Dame zuerst begrüße, unseren Bewegungscoach, die Anna Batzios, die hier in der Volksschule als Bewegungscoach dieses Projekt eben auch tatsächlich leiten und umsetzen wird, und den Sportdirektor des ÖFB, Peter Schüttel, der heute hier als Kooperationspartner den Part des ÖFB mit mir übernehmen wird. Wir sind, wie gesagt, über ein Projekt, das vom Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport gemeinsam mit dem ÖFB erfunden wurde, als Umsetzer, nämlich die ASK Burgenland, beauftragt worden und haben natürlich dies sehr gerne angenommen, ein Mädchenfußballprojekt als Pilotprojekt hier im Burgenland und hier dieser Schwerpunkt Schule hier in Trasburg mit dem Schwerpunkt Verein, dem ASV Trasburg, eben auch umzusetzen. Und erstmals in der Geschichte der Sportförderung wird hier ein Konzept zum Thema Fußballförderung für Mädchen geschaffen, das, wie der Projektinhalt eben auch zum Ausdruck bringt, besondere Nachhaltigkeit und eine alltagspraktikable wie lebensnahe Umsetzung in sich birgt. Mädchen am Ball schafft eine gewinnbringende Symbiose von Infrastruktur, von Rahmenbedingungen, aber auch von Leistungen, die zwar besonders in den Schulen, aber auch im Verein erbracht werden, und ist, wie das darf man als Burgenländer sagen, ein burgenländisches Pilotprojekt mit bundesweitem Potenzial. Die ASKÖ hat ja einen Leitsatz, der heißt Bewegung für alle, und deshalb starten wir gemeinsam mit dem ÖFB eben dieses Pilotprojekt Mädchen am Ball. Und es soll burgenländischen Schülerinnen ab dem 7. Lebensjahr eben hier die Chance geben, uns aber auch gleichzeitig vice versa die Chance geben, Mädchen für den Fußballsport zu begeistern und eben auch wir eben diese Chance als Dachverband, aber auch als Fachverband ÖFB hier doch auch eine große Initiative für Mädchen in weiterer Folge Frauenfußball eben zu starten, und wir fungieren natürlich auch als wichtiges Bindeglied zu den Vereinen. Ein kurzer Blick zurück, wenn wir jetzt schon in der Gegenwart sind und die Erfolgsgeschichte der österreichischen Damenfußballnationalmannschaft beinahe wöchentlich mit Stolz verfolgen, gestern erst ein 2:0-Sieg gegen Israel. Und dann wissen wir, dass 1972 die ersten Bewerbsspiele in der Frauenbundesliga stattfanden und wir als ASKÖ eigentlich auch vor kurzem erst und vor einem Jahr eine Bundesmeisterschaft in der Halle
für Frauen ins Leben gerufen haben. Also irgendwo hat es doch mit der Teilnahme der Damen-Nationalmannschaft an der EM einen sehr großen Ruck gegeben, der durch die gesamte Sportlandschaft und durch diese ganze Sportfamilie und speziell die Fußballfamilie gegangen ist. Und hier eben jetzt zweifelsohne auch sehr viel Bewegung entstanden ist. Als Premium-Sponsor des ÖFB und der Fußballnationalmannschaft sind wir natürlich auch sehr froh und wir können immer wieder darauf hinweisen, jedes Mal, wenn die Fußballnationalmannschaft der Damen sich in Bad Tatzmannsdorf vorbereitet, gibt es nachher gute Erfolge. Das war vor der EM so, das war vor dem Spiel in Serbien so, das ist jetzt vor dem Spiel gegen Israel der Fall gewesen und ich nehme an, wenn sie dann wieder in Tatzmannsdorf das Trainingslager abhalten, werden sie auch in Spanien erfolgreich sein. Also gute Voraussetzungen, die wir auch im Burgenland schaffen für Fußballteams im Generellen, natürlich auch für die Herren Nationalmannschaft, die ja sehr, sehr lange schon bei uns immer sich auch vorbereitet und dies auch vor großen Events erfolgreich gemacht hat. Ich habe erwähnt, wer das Projekt ins Leben gerufen hat, da muss ich mich bedanken beim Herrn Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Hans-Peter Doskozil, der gemeinsam mit den Verantwortlichen im ÖFB eben dieses Projekt im Rahmen des großen Projekts der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen eben auch hier als zusätzliches Sonderprojekt genehmigt hat und gemeinsam, wie gesagt, mit dem ÖFB, dem Burgenländischen Fußballverband, natürlich vor Ort als Landesverband und den weiteren Sportdachverbänden setzen wir eben dieses Projekt jetzt in Bewegung. Also wie gesagt, der Rahmen ist durch die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit eben gebildet und um dieses Projekt eben fachgerecht umzusetzen, baut man natürlich auch die Erfahrung von 100% Sport, einer Plattform, die das Gender-Thema seit Jahren eben auch bearbeitet. Kurz zu unserem Bewegungscoach bzw. unserer Fußballexpertin, was jetzt Mädchenfußball betrifft. Sie kann sich da natürlich besser selber vorstellen, nur zwei Sätze. Anna Batzios wurde gesucht und gefunden als passende Trainerin. Sie hat eine Fußballvergangenheit, also sie ist aktive Fußballerin gewesen, muss man jetzt schon sagen. Nachwuchstrainerin, hat somit auch Erfahrung im Trainingsbereich schon gesammelt und zusätzlich hat sie trotz ihrer Jugend schon sehr viel natürlich auch Erfahrung durch ihr Studium an der FH Wiener Neustadt, das Studium Richtung Gastraining und Sport eben auch schon sich erwerben können und dies wird sie zweifelsohne auch umsetzen, dieses Wissen und nutzen. Also wie gesagt, ein spezieller Bewegungscoach für die Volksschulen und was ist geplant, wie soll es in die Umsetzung gehen, also Montag ist Start. Hier ein bisschen getestet wurde schon, habe ich erfahren, ist in dieser Woche und ein Bewegungscoach, der ehemalige Schiedsrichter Thomas Mandl, der diese Schulen Darsburg und im Umfeld schon seit längerem betreut, wird mit Anna gemeinsam eben hier bei den Schulen vor Ort auch dieses Thema Mädchenfußball auch ins Leben rufen. Organisatorisch wurde dieses Projekt natürlich ein wenig auch aufgesetzt auf ein schon vom ÖFB jahrelang praktiziertes Projekt, das auch schon vorgestellt wurde. Das wird die Anna oder der Peter dann näher erläutern. Wie soll das umgesetzt werden, wenn es in der Schule dann tatsächlich von Interesse ist? Das heißt, man will den Mädchen eigentlich schon mit sehr viel Freude und mit sehr viel Leichtigkeit eben den Fußball näher bringen. Und es soll hier gestartet werden, Schwerpunktschule, und dann natürlich ausgerollt werden auf den gesamten Bezirk. Das heißt, Schule wird kontaktiert und eben besucht und dann wird hier in weiterer Folge dann beim örtlichen Fußballverein eben
zu Beginn sicherlich gemeinsam mit den Buben werden die Mädchen dort in diese Mannschaften integriert und gemeinsam werden sie dann eben in einer Mannschaft spielen. Das Ziel ist es natürlich auch eine reine Fußball, also Mädchenfußballmannschaften eben auch zu bekommen. Was uns ganz wichtig ist und die täglichen Medienmeldungen machen uns natürlich da noch viel sensibler, dass wir natürlich bei der Trainerauswahl und bei der Besetzung dieser Trainerposten natürlich ein sehr großes Augenmerk auch darauf legen, dass wir hier die Trainerinnen und wir werden jetzt, kann ich sagen, als Präsident des ASV Blasberg auch natürlich versuchen, Frauen, ehemalige Fußballerinnen, hier als Trainerinnen Gespräche gibt schon zu engagieren, um eben gemeinsam hier doch auch eine gute Basis auch auf der Trainerseite zu haben, dass diese Trainer natürlich nicht nur top ausgebildet sein müssen, sondern auch natürlich ein einwandfreies Leumundszeugnis vorweisen müssen und natürlich auch den Ehrenkodex des Vereins 100% Sport, der eben auch im Rahmen der Initiativen für Respekt und Sicherheit gegen sexuelle Übergriffe im Sport auch aufgelegt wurde, verpflichtend unterschreiben müssen, ist für uns als ASK eine Selbstverständlichkeit. Also wie gesagt, langfristig ist es eben dieses Ziel, Mädchenmannschaften eben im Alter 7 bis 10 Jahre zu etablieren. 2- und 3er-Fußball habe ich nur ganz kurz angezogen, das überlasse ich dann der Expertin und dem Experten. Anklick ist am Montag, übergeordnetes Ziel, zum Schluss kommend ist eben Bewusstseinsbildung für das Gender-Thema Mädchenfußball und hier speziell natürlich Mädchen im Volksschulalter ab 7 Jahren. Im besten Fall finden Sie eine neue Lieblingssportart, die Mädchen. Wenn Sie das dann doch nicht tun, wenn Sie sich für etwas anderes Sportliches entscheiden, dann assoziiert Sport aber allemals auch für die weitere, für das weitere Leben der jungen Mädchen auf jeden Fall Sport und Teamgeist und Erfolgserlebnisse, die natürlich auch weiter vermittelt und weiter eben getragen werden können und eine Weiterführung in die Vereine, auch vielleicht dann, wenn es halt nicht beim Fußball bleibt, zu anderen Sportarten, ist einmal auch, wie ich denke, eine sehr gute Alternative zu keiner Bewegung und zu nicht sportlicher Betätigung. Und im Wissen, dass wir natürlich mehr Mädchen als Buben in allen Schulen haben, denke ich, ist es jetzt wirklich eine Gebot der Stunde für die Mädchen in breitester Form zu schaffen und Mädchenfußball mit dem Hintergrund eines großen Hypes durch die Damenfußballnationalmannschaft, denke ich, ist momentan wirklich eine gute Chance für uns alle und so könnte es, glaube ich, zu einer Win-Win-Situation kommen für die Mädchen, für uns als Dachverband, aber auch natürlich für den ÖFB. Wir sind bereit, um zu starten und denke, der ÖFB ist es auch. Herr Sportdirektor, bitte. Dankeschön. Da war sehr vieles jetzt schon dabei, was natürlich das auf den Punkt getroffen hat. Ich war gestern in der Südstadt bei dem Spiel Österreich-Israel, wo sich die Nationalmannschaft in Bad Nassdorf vorher vorbereitet hat. Und es ist wirklich toll, was dem Frauennationalteam gelungen ist in diesem Jahr durch diese tolle Europameisterschaft. Und wir haben auch gestern gedacht, wie ich da zugeschaut habe, das ist toll, weil das, man spürt diese Leidenschaft, man spürt diese Freude, die alle Beteiligten haben. Und ein paar Stunden vorher war ich bei der Mannschaft in Tatzmannsdorf und habe ihnen gesagt, was mir so gut gefallen hat an dem Gang der ganzen Situation ist, wie authentisch sie sind, wie positiv sie die sportlichen Erfolge auch rüberbekommen haben. Und
Das ist toll. Deswegen ist es jetzt auch, hat es auch im ÖFB absolute Priorität, mehr Mädchen für den Fußball zu beginnen. Und dieses Projekt ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir in die Volksschule gehen. Das erfolgreiche Frauennationalteam hat Vorbilder für die Mädchen geschaffen. Und deswegen sind Projekte wie dieses, die hoffentlich dann auch irgendwann nicht nur in Bunion sind, sondern über ganz Österreich sich verteilen werden, aber was ganz Entscheidendes, um den Stellenwert des Fußballs, den Stellenwert des Mädchen- und Frauenfußballs zu heben. Es geht hier in erster Linie um eine Sache, dass man den Mädchen die Freude am Spiel zeigen möchte, dass man vielleicht noch bestehende Barrieren oder Ängste, was mit Ball, mit Sportarten vielleicht bestehen, dass die abgebaut werden. Es gilt einfach ein positives Gefühl im Zusammenhang mit Fußball zu entwickeln. Und die inhaltliche Gestaltung orientiert sich an den bestehenden Konzepten des ÖFB, die gibt es, am Zweier- und am Dreierfußball. Und wie der Christian schon richtig gesagt hat, mit der Anna Papsios haben wir eine Promotorin für dieses Projekt gefunden. Und ich würde vielleicht sagen, dass die Anna sich selber vorstellt, wenn ich das darf. Oder nicht? Ja, klar. Bitte schön. Dankeschön. Also das meiste wurde eigentlich eh schon gesagt. Ich habe selber aktiv Fußball gespielt, habe mich immer für den Fußball irrsinnig begeistert und sehr viel Spaß daran gehabt. Und bin selber zum Fußball gekommen, weil wir in der Schule engagierte Lehrer hatten, Sportlehrer, die mit den Mädchen auch Fußball gespielt haben. Und so ist dann im Endeffekt eine Mädchenmannschaft entstanden. Und weil ich selber so zum Fußball gekommen bin, glaube ich, dass das ein super Konzept ist, um mehr Mädchen zu erreichen und mehr Mädchen dafür zu begeistern, dass sie auch Fußball spielen. Und wie ich jetzt schon gemerkt habe, ich war jetzt eben schon testweise in zwei Schulen, um mit den Mädchen ein bisschen Fußball zu spielen. Und ich habe schon gemerkt, dass da sehr viel Freude dabei ist, sehr viel Begeisterung und sehr viele Mädels, die sich wirklich freuen, wenn jemand da ist und mit ihnen Fußball spielt und ihnen das auf eine lustige Art und Weise und auf eine Art und Weise näher bringt, die ihnen Spaß macht und wo sie Erfolg haben. Und das ist auch die Idee hinter dem Zweier- und Dreierfußball, dass man in der Mannschaft am Anfang die Spielerinnen reduziert und dadurch viel mehr Ballkontakte entstehen, viel mehr Bewegung in dem Spiel drinnen ist. Versucht wird, dass weniger Ballverluste sind und dadurch die Zeit effizienter zu nutzen, was gerade in den Schulen sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, wenn man eine Turnstunde hat, dass man die Zeit auch wirklich nutzt und die Kinder, vor allem die Mädchen, bewegt und mit ihnen den Sport genießt.